Bevor wir loslegen, ich habe die Gitarre in Normalstimmung gestimmt. Wenn du es mit den Griffen, die ich dir jetzt zeige, zum Original mitspielen willst, musst du deine Gitarre einen Halbton runterstimmen. Also jede Seite einen Halbton runter. Das war's auch schon. Das wird dann direkt wiederholt und nochmal gespielt. Also du hast gesehen, es geht hier erstmal um Power Chords und das Abdämpfen von Saiten. Also los geht's. Wir fangen mit einem E-Power Chord an. Zeigefinger in den 7. Bund auf der A-Seite, Ringfinger in den 9. Bund auf der D-Seite und den kleinen Finger in den 9. Bund auf der G-Seite. Und das Wichtige ist jetzt so ein bisschen, damit du bei der Verzerrung, die du hier gerade gehört hast, die du auch bei dem Song brauchst, dass du die Saiten, die du nicht spielst, so ein bisschen abdämpfst. Indem du mit dem Zeigefinger so ganz leicht gegen die leere E-Seite kommst, damit man die dann nicht mehr so frei schwingen hört, wenn man das nicht möchte, ja? Dann dämpft der Zeigefinger, ich komme hier auch noch gegen die H- und E-Seite so leicht dagegen, damit die nicht versehentlich rumklingen, weil sonst gibt das ein ziemliches Soundchaos. Also, so, das Wichtige ist jetzt, was du mit deiner Schlaghand machst. Du legst die Handkante so ganz leicht auf die Seiten, wo die hier rauskommen aus der Gitarre, ja, damit die Saiten so klingen und nicht so. Das brauchen wir später im Song, ja? Also, erstmal üben, Dämpf zu spielen. Ich schlage ja, die A- und D-Seite an. Die G-Seite erwische ich auch manchmal, aber in erster Linie ist es wichtig, dass die A- und D-Seite zu hören sind, jetzt bei dem Chord. Wir spielen das Ganze in Achteln, das heißt, wenn du dazu zählen möchtest, hier für die Theorie-Freaks da draußen, 1 und 2 und 3 und 4 und... Ja, und das Ganze bewegt sich wirklich durch diesen Teil, den wir hier machen, komplett durch. Du schlägst immer alles nach unten in einen Achtelrhythmus quasi. Und das Wichtige dabei ist jetzt aber, dass wir Akzente setzen, wo wir kurz unsere Dämpfposition verlassen und anschlagen, und dadurch sticht dann dieser ungedämpfte Schlag heraus. Und das macht letzten Endes so das Besondere aus bei diesem Stück, ja, dass es eben nicht die ganze Zeit nur gedämpft ist, sondern das bringt so diese notwendige Abwechslung rein, weil es von den Akkorden her recht simpel ist. Ich finde das Stück aber hammergeil, ist ja einfach ein super bekannter Klassiker. Insofern gibt es da nichts zu diskutieren, dass das ein geiles Lied ist. Auch wenn es schon millionenfach gespielt worden ist auf dieser Welt, milliardenfach wahrscheinlich. Wir machen das Ganze jetzt für einen Takt und wechseln dann zum H-Power-Chord. Der liegt auch im 7. bzw. 9. Bund, nur alles eine Seite weiter Richtung tiefe E-Seite. Da setzt du dann hier in den 7. Bund auf der E-Seite und in den 9. Bund auf der A- und D-Seite. Dann wechseln wir nach einem Takt zwei Bünde höher zum Cis-Power-Chord. Und nach einem weiteren Takt auf den Gis-Power-Chord, der ist hier im 4. Bund vom Zeigefinger ausgesehen. Alles immer noch hier auf der E-, A- und D-Seite. Dann wechseln wir auf den A-Power-Chord, wieder einen Bund höher, im 5. Bund. Und das auch für einen Takt, dann wieder zurück zum E. Und wieder zum H und diesmal für zwei Takte. So. Kommen wir jetzt zu den Akzenten, die du da setzt, ja, wo du kurzzeitig die das Palm-Muting, wie es heißt, dieses Dämpfen, Palm-Muting, Handflächen dämpfen, du das verlässt und dadurch eben diese Akzente setzt, indem du die Hand kurz hochhebst, aber immer noch weiter runterschlägst. Also, wir haben unseren ersten Akzent auf der 4 und wechseln auf diesem Akzent aber schon aufs H drauf. Also, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Dann haben wir, wenn wir auf das H gewechselt haben, auf der 4 und schon, noch zwei zusätzliche Akzente, das auf der 2 und auf der 4. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Dann wechseln wir auf das Cis-Power-Chord und haben da auch wieder einen Akzent auf der 2. Da haben wir dann aber auch einen auf der 3 und auf der 4 und wechseln darauf dann schon auf der 4 und wieder aufs Gis runter, ja, also
1 und 2 und 3 und 4. Und haben da einen Akzent auf der 2 auch und auf der 3 und auf der 4 und wechseln wir dann schon auf den Gis Power Chord. Also. Und bei dem Gis Power Chord haben wir wieder einen Akzent auf der 2 und auf der 4. Also mal bis dahin. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Dann haben wir auf dem A Power Chord einen Akzent auf der, genau wieder wie beim Cis, auf der 2 und auf der 3 und auf der 4 und wechseln wir wieder zum E. Also 1 und 2 und 3 und 4. Dann auf dem E, Akzent auf 2 und 4. Und dann wechseln wir aufs H, auf der 1. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Lustiger Akzent an der Stelle. Das macht auch Bock, so diese, wenn du diese Runde einmal gerafft hast, ja, kannst du das im Prinzip wieder und wieder wiederholen. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass da bei Green Day, sondern wenn du es mal live verfolgst, der das immer genauso spielt. Das sind letzten Endes Ansätze, um dir mal zu zeigen, was du durch dieses Setzen von Akzenten aus so einem Stück rausholen kannst. Ja, das macht unglaublich viel Sinn, das mal wirklich genauso nachzuspielen, wie ich es dir gerade zeige. Aber lass dich dann auch nicht aufhalten, das Ganze ein bisschen zu variieren und das jetzt nicht so dogmatisch, so als das die einzige richtige Version zu sehen. Die spielen es live auch nie. Tausendprozentig so, die Akzente sitzen immer mal woanders. Also, zurück zum H, die letzten beiden Takte von unserer ersten Runde der Strophe. Auf 2 und 4 und beim ersten Takt und dann auf 2 und 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, mal das ganze Teil. Ich versuche die Akzente einfach was lauter zu sprechen, damit du sie gut erkennen kannst. 1, 2, 3, 4. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. 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 Dann wiederholst du die Strophe nochmal komplett. Der Refrain, wie ich ihn jetzt hier einfach mal nenne, geht mit einem A-Power-Chord los. Fünfter Bund, E-Seite mit dem Zeigefinger. Und wichtig ist dabei, dass der Ring und der kleine Finger im siebten Bund auf der A- und D-Seite sitzen. Und noch wichtiger ist, dass du die Seiten, die du nicht brauchst, so ein bisschen abdämpfst. Ja? Dass du hier mit dem Zeigefinger, der liegt jetzt hier so schön, wie man es hier sieht, ne? Ich lege hier so quasi so ganz leicht berühre ich die G, H und E-Seite. Damit, wenn ich hier so wild rumschlage und nachher vor allem, wenn ich hier nicht nur diese Mutings spiele, diese Palm-Mutings, sondern auch das schön geil klingt, fett klingt, ohne dass hier versehentlich bei manchen dieser Griffe funktioniert es, wenn diese leeren Seiten mitschwingen, aber bei den meisten klingt es ziemlich kacke. Insofern Vorsicht und gut abdämpfen. Also wir starten mit A. Und haben jetzt wieder ein paar lustige Akzente da, die das Ganze wieder schön würzen und den Kick geben. Also, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Also, erste Akzente liegen auf bei A auf der 4 und da wechselst du auch schon auf den H Power Chord und hast dort dann Akzente auf der 2 und der 4. Dann geht es auf den E Power Chord zurück. Da haben wir dann Akzente auf der 2, auf der 4 und auf der
2 und 4. Der kommt über zwei Takte. Also nochmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 dann wieder auf A. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Wir haben auf A, auf der 2 und auf der 4 und einen Akzent und wechseln auf der 4 und aber sogar schon aufs H drauf. Und bei dem Takt, für die Dauer, wo das H gespielt wird, dort gibt es keinen Akzent bei Green Day. Wie gesagt, das sind auch erstmal hier, so wie sie im Original gespielt sind. Du kannst das auch variieren, das ist einfach nur mal eine Empfehlung von mir an dich, dass du das Ganze mal so versuchst durchzuzocken, wie es dir hier zeigt. Und da bist aber natürlich nachher frei, das Ganze dann auch zu variieren. Also, nochmal das A. 1 und 2, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und aufs E. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, bei dem E haben wir Akzent auf 2 und 4 und. Und dann im nächsten Takt, das wird auch wieder über zwei Takte gespielt, auf der 2 und 2 und 3 und 4. Also, nochmal dieser E-Teil. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das ist nämlich eine kleine Variation, die das Ganze echt dann nochmal spannender macht. Nächste Zeile, da geht es wieder aufs A und aufs H und dann haben wir folgendes. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Da haben wir einen Akzent einfach nur auf der 4 und vom A und wechseln dann aufs H direkt und bei dem H gibt es ja auch keinen Akzent. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann geht es auf E zurück und diesmal schlagen wir den Akkord einfach an, da wird nämlich dann plötzlich das Ganze ungedämpft gespielt. 1 und 2 und 3 und 4 und. Nämlich dann E-Power-Chord, den schlägst du für eine halbe Note an. 1 und 2 und 3 und 4 und. Ganz wichtig, 1 und 2 und auf der 3 wechselst du auf den D-Power-Chord. 1, 3 und 4. Und dann mit einem Aufschlag wechselst du auf der 4 und auf den Cis-Power-Chord. 1, 1. Na, und dann hast du auf der 4 und den Cis schon gespielt und der wird dann in den nächsten Takt drüber getragen. Und da schlägst du dann ab der 1 und fleißig. 1, 2, 3. Alles hin und her. Und jetzt ist es wirklich ganz wichtig, dass du gut abdämpfst, dass hier die E-Seite mit dem Zeigefinger so leicht berührt wird, damit der nicht mitschwingt, wenn du jetzt hier so hin und her schlägst. Und die H- und E-Seite müssen vom Zeigefinger hier auch mit der Rückseite hier abgedämpft werden. Also nochmal diese Stelle. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Mal bis dahin, okay? Also, Refrain. 1 und 2 und 3 und 4. 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 1 und 2 und 3. Und jetzt liegen dann 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und dann bleiben die Sachen jetzt ungedämpft im weiteren Verlauf erstmal. Und dann gehen wir wieder auf A. 1 und 2. Also, 1 und 2 und 3 und 4. Also auf 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Wechselt auf der 4 und aufs H. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Dann wechseln wir wieder auf den E-Powerchord. 1 und 2 und 3 und 4. Und da haben wir jetzt hier den Wechsel zwischen E-Power-Chord und wechselst dann auf der 2 und schon auf den H-Power-Chord und schlägst dann auf der 3 auch nochmal den H-Power-Chord an und wechselst dann auf der 4 und auf den Cis-Power-Chord. So, den nächsten Teil spiele ich dir jetzt mal ganz langsam vor und zähl nochmal laut mit, wo du die Gitarre dann wirklich anschlägst. Da gibt es jetzt nicht mehr diese runtergeschlagenen oder im Wechselschlag geschlagenen Achtel, sondern wir haben im Prinzip so einen kleinen Aufbruch im Wechselschlag folgendermaßen. Auf E, von E geht es zu H, zum Cis, zum H. Und das spielen wir zweimal, diese Akkordfolge. Also, aufgepasst. 1 und 2.
2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. So, und von da an geht's dann wieder in Strophe und dann kommt nochmal ein Refrain. Das Ganze wird dann aber ungedämpft gespielt, aber die Akkordfolge ist tatsächlich genau die gleiche. So, ich spiele jetzt aber nochmal das ganze Ding, was wir jetzt in dem Video hier gelernt haben, komplett vor. Schönes, langsames Tempo. Achte auf die Akzente. Wie gesagt, du darfst sie natürlich variieren. Ne? Green, der kommt nicht zu dir nach Hause und haut dir dann eine rein, weil du den Akzent nicht genauso spielst. Machen sie selber live auch nicht. Also, 1, 2, 3, 4. Zu dieser Strophe gibt es Folgendes zu sagen. Wir haben immer, im ersten Takt starten wir auf der 1 und wenn wir in den zweiten Takt gehen, wechseln wir den Akkord schon auf der 4 und. Im dritten Takt wird dann wieder auf der 1 gestartet und in dem vierten Takt entern wir quasi schon auf der 4 und mit dem Akkord aus dem vierten Takt. Ja? Also es ist immer das gleiche Schema. Erst sozusagen Akkordwechsel auf der 1, dann in den zweiten Takt rein spielen wir schon auf der 4 und den nächsten Akkord. Und im dritten Takt wird wieder auf der 1 der Akkord gewechselt und bevor wir in den vierten Takt kommen, wird auf der 4 und schon der Akkord aus dem vierten Takt gespielt. Also, Schlagmuster wie folgt. Wir schlagen runter auf 1, 2, 3. 1, 2, 3 und auf der 3 und schlagen wir nach oben und auf der 4 wieder nach unten. Und dann ist schon Akkordwechsel angesagt. Also, 1, 2, 3 und 4 und 1. Dann wird hier, wenn wir den Akkord auf 4 und gewechselt haben, mit einem Aufschlag gespielt haben, auf der 1 nichts gespielt. Aber dafür dann geht es auf der 1 und weiter mit einem Aufschlag wieder. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und dann wird für den Rest des Taktes ab der 1 und fröhlich hin und her geschlagen. Also dass du ab der 1 und hochschlägst und dann 2 und 3 und 4 und. Dann auf der 1 kommt der nächste Akkord des dritten Taktes. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Gleiches Prinzip, dann A und E wieder. Auf der 1 wird das A gespielt. 1 und 2 und 3 und 4 und. Das Ganze wird einmal komplett wiederholt und dann wird der Refrain auch so gespielt, ja? 1 und 2, 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4 und E auf der 1, 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4 auf der 1 ist A, 3 und 4, 4 und das H, 3 und der 1 ist E, 1 und 2, 3 und 4. A auf der 1, 2, 3 und 4 und 1. H auf der 4 und. Und jetzt dieser Part. Den spiele ich wie folgt. 1 und 2. Ah, sorry. 1 und 2. Dann schlage ich auf der 1 und auf der 2 an. Wechsle dann auf der 3 auf den D-Power-Chord. 3 und 4. Also 3 runter, 4, 3 und hoch. 4 runter und auf der 4 und müssen wir schon aufs Cis wechseln,
wo wir dann das gleiche Spiel machen, auf der 4 und nach oben anschlagen und dann ab der 1 und des nächsten Takt ist wieder fleißig hoch runter. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Wieder altes Spiel, auf der 4 und aufs H wechseln. Und dann ist wieder dieser Part dran. Der wird aber doppelt so lang gespielt. Das heißt, viermal wird diese Akkordfolge gespielt. Und was ich da jetzt noch einbaue, das ist ziemlich cool oder finde ich, klingt ziemlich geil. Ich schlage immer runter. 1 und 2. Und mache dann auf der 2 eine Dead Note, indem ich die Greifhand einfach nur loslasse, ohne die Saiten aber zu verlassen. Ja, ich berühre die Saiten immer noch. Und das gleiche mache ich auf der 4, beim H-Power-Chord dann, ja, und das ziehe ich durch dieses ganze Muster durch. 1 und 2 und 3 und 4 und, sorry, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und das mache ich dann viermal, dieser Akkordfolge, okay? Dann kommen wir zum Übergang in, ich weiß nicht, das sind die Akkorde oder das Ablauf wie in der Strophe. Ich nenne es dann dritte Strophe oder Solo, wie auch immer. Die Gitarre spielt allein. Die wird gespielt wie die zweite Strophe. Aber da haben wir eben noch einen Übergang rein. Da schlage ich dann wieder mit Abschlägen nur auf dem A-Power-Chord und alles gedämpft über zwei Takte. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und auch keine Akzente, dann wechseln wir auf den H-Power-Chord und spielen ihn offen, ungedämpft. 1, 2, 3, 4, 1. Auch zwei Takte, aber beim zweiten Takt schlagen wir nur auf der 1 an. 1 und 2 und 3 und 4 und. Und dann ist eine Pause, okay? Also. So I better home. Dann geht's wieder in Strophe rein, wie die zweite. Beim E-Power-Chord kannst du, auch wenn du die offen spielst, gerne die leere E-Seite mitspielen, die Tiefe. Schau mal hier. So, dann wird der zweite Refrain wieder gespielt. Der wird nur jetzt auch wieder gedämpft gespielt. Ja? Also altes Spiel wie den ersten Refrain. Also da im zweiten Video auf jeden Fall vorbeischauen. Wenn du den gespielt hast, wird am Ende nur dieser Teil weggelassen. Hörst du aber auch, wenn du es dir anhörst. Also geht der Refrain nur folgendermaßen. Da geht's dann ins Outro rein, ja? Folgendermaßen dann. Und da wird jetzt nicht vorgezogen, also schon auf der 4 und der Akkordwechsel gemacht, sondern es geht dreimal folgendermaßen. Also, 1, 2, 3, 4. Ja, dreimal folgendermaßen schlägst du das an. 1 und 2 und 3 und 4. Also 1 und 2 und 3 und 4. Also auf 1, 2, 2 und 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Dann das gleiche auf Cis. 1 und 2.
dann auf A, 1 und 2, auf 1 und 2, 3 und 4 und 1 und 2, 3 und 4. Ja, auf A steigst du auf 1 und 2 und auf E dann 3 und 4 und auf 4 und wechselst du aufs H. Das machst du dreimal. Und dann geht's in der vierten Runde ein bisschen anders. Und das ist doch schon vorbei. Also, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Da wechselst du schon auf der 4 und aufs Cis. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Bei A, 1 und 2 und 3, 4. Da schlägst du nur jeweils einmal an. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und A, 1 und 2 und 3 und 4. Dann machst du einmal das E hier unten, ein E-Dur komplett. Also E, A-Powerchord, 1 und 2 und 3 und 4 und auf der 4 und schlägst du den H-Powerchord wieder an. E-Dur an der Stelle. Zweiter Bund A-Seite mit dem Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite mit dem Ringfinger und Zeigefinger den ersten Bund auf der G-Seite. Und dann wieder zum H-Powerchord und schon ist das Liedchen vorbei. Also das Auto nochmal komplett. 3 und 4 und... Vierte Mal mit dem etwas anderen Verlauf. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und 4, 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2, 3 und vorbei. So, am Schluss kannst du jetzt auch noch ein sehr, sehr geiles Lick da reinspielen, was, glaube ich, von der zweiten Gitarre gespielt in der Studioversion. Mittelfinger in den siebten Bund auf der A-Seite, Zeigefinger in den sechsten Bund auf der D-Seite und dann schlägst, musst du gucken, dass du die G-H-E-Seite mit dem Zeigefinger auch ganz gut gedämpft kriegst, ja? Und die tiefe E-Seite brauchen wir auch. Dann wechselst du nämlich 1, 2, 3, 4 und 1, 2 und auf der 2 und schlägst du dann die Seiten nach oben an und hast den Ringfinger aber in den siebten Bund auf der D-Seite gesetzt und auf der 4 setzt du den kleinen Finger in den neunten Bund auf der D-Seite. Also 1, 2, 3, 4. Dann wechselst du, jetzt wird es etwas tricky, mit dem Zeigefinger in den vierten Bund auf der A-Seite und den Mittelfinger in den sechsten Bund. Das ist jetzt eher was für die Fortgeschrittenen draußen, ja? Dann hast du hier diesen Powerchord und wechselst dann auch wieder auf 2 und auf 4, hier auf den, mit dem Ringfinger in den siebten Bund und mit dem kleinen Finger in den neunten Bund. Dann A-Power-Chord. Also. Normaler Ablauf, jetzt wieder dieses Special. Und ein drittes Mal. Ein viertes Mal. Zwei, drei, wie beim normalen Ende auch. Das war Basket Case von Green Day. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit diesem Tutorial. Richtig viel Spaß macht auch der Crashkurs, den du in der Videobeschreibung findest. Lohnt sich mal vorbeizuschauen, auszuchecken.